Sehr lieber Ratsucher, ich habe mir erlaubt, auf Ihre Frage im Zahnforum per Videobotschaft zu antworten, weil ich einige Entwicklungen anhand Ihres Beispieles in der Medizin aufzeigen will. Sie haben, so wirkt es, eine klassische dentogene Sinusitis. Was bedeutet das? Eine Kieferhöhlenentzündung ausgelöst durch Zähne, eigentlich nicht durch Zähne, sondern durch nicht komplett abgefüllte oder schlecht gemachte Wurzelbehandlungen. Der klassische Ablauf ist jener, man handelt sich von einer kleinen Zahnfüllung hin zur großen Zahnfüllung, weil man immer wieder auf günstige Zahnfüllungsmaterialien zurückgreift und oder der Zahnarzt einen nicht aufklärt und oder der Zahnarzt schlecht arbeitet. Irgendwann ist die Karies so tief, dass dann eine Wurzelbehandlung gemacht werden muss. Diese wird dann nicht laut Lehrbuch durchgeführt. Sie finden dazu ein Video Wurzelbehandlung von einem Endodontologen. Und weil die Wurzelbehandlung nicht gut gemacht wird, kommt es also zu einer Bakterienvermehrung und da die Oberkieferzähne in die Kieferhöhle ragen, kommt es dann über Wochen, Monate, Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg zu einer chronischen Kieferhöhlenentzündung. Gut, das ist einmal so der normale Ablauf. Der Patient hat häufig keine Schmerzen, er merkt es nur dann, wenn das ganze Geschehen akut wird. Zum Beispiel, wenn es kälter wird oder wenn sein Immunsystem ein bisschen runtergeht, zum Beispiel, wenn er Stress hat, beruflich, privat, dann kann dieses chronische Geschehen in den Kieferhöhlen plötzlich akut werden. So, wieso erzähle ich das Ihnen? Sie waren auf einer HNO-Station und da sieht man, wie unsere Medizin funktioniert. Der HNO, der sieht das natürlich. Der sieht, dass die Kieferhöhle am Boden so basal, also am Grund der Kieferhöhle, verschattet ist. Der sieht die behärteten Zähne und weist den Patienten meistens nicht darauf hin, sondern es wird dann zum Beispiel eine Kieferhöhlensanierung gemacht in Vollnarkose. Auch der Zahnarzt sieht das und macht dann, weil das zum Beispiel von den Gebietskrankenkassen bezahlt wird, eine Wurzelspitzenresektion. Beide Therapien sind für die Fische, weil es das Leid des Patienten nicht löst. Die richtige Therapie wäre, entweder die Wurzelbehandlungen zu wiederholen, das nennt man dann eine Revision, auch dazu finden Sie ein Video, oder wenn schon eine Wurzelspitzenresektion gemacht wird, weil man zu den Wurzeln nicht hinkommt, weil zum Beispiel die Zähne mit einem Stift und einer Krone versorgt sind, dann sollte man die Kanäle retrograd abfüllen, weil das Problem sind ja die Bakterien, die in dem Kanal sind. Die vermehren sich nach einer normalen WSR wieder und irgendwann ist dann eine kritische Bakterienanzahl wieder erreicht und die Entzündung geht wieder los. Jetzt werden Sie sich denken, naja, wieso sagt man das keiner? Ja, wissen die Kollegen das nicht? Natürlich nicht, die wissen das schon, weil ich bin ja nicht der Einzige, der jetzt hier Medizin studiert hat. Aber unser Gesundheitssystem, eigentlich Krankheitssystem, funktioniert anders. Sie gehen in eine Abteilung und auf die HNO und diese Abteilung muss im Monat eine gewisse Patientenanzahl, einen gewissen Umsatz machen. Zudem arbeiten dort Kollegen, vielleicht sogar junge Kollegen, die eine gewisse Operationsanzahl hinter sich bringen müssen, bevor sie zum Beispiel in die eigene Orde gehen. Jetzt ist es so, dass auf fast keinen Abteilungen wirklich gelehrt wird. Ja, die Leute glauben immer, man lernt als Arzt etwas, zum Beispiel auf einer Universität. Ich hatte bei mir über 20 Jungärzte und wenn die also von der Uni kommen, dann können sie meistens nichts, weil man sich keine Konkurrenten anzüchten will. Es wird zwar nach außen immer so getan, ja, wir sind bemüht und wir haben die tollsten Ausbildungen und, und. Aber man zeigt den Jungen eigentlich nur den ganzen Schwachsinn, den man eh nicht braucht und das, was wichtig wäre, zeigt man ihm nicht, weil es eben um Ellbogentechnik geht, das, was wir in der Schule schon gelernt haben. Du, ich habe eine 1, ich habe eine 2, ich habe einen besseren Test. Du, ich habe ein größeres Auto. Du, ich bin der bessere Arzt. Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Das heißt, bevor man lange mit dem Patienten redet, bevor man ihm viel erklärt, macht man zum Beispiel eine Kieferhöhlensanierung oder macht man eine WSR, was von der Kasse bezahlt wird, und verzichtet auf die Revision, verzichtet auf die Aufklärungen. Das Ganze findet sich quer durch die Medizin. Das ist jetzt nicht nur ein
spezielles Zahnproblem, sondern wir haben in der ganzen Medizin aus Krankheit ein Geschäft gemacht und so finden sich immer wieder Fehloperationen, immer wieder Fehldiagnosen oder die Sachen werden nicht angesprochen und der Patient, da entstehen dann häufig natürlich, ich sage jetzt einmal Volksglauben, weil jetzt hatten Sie einige Wurzelbehandlungen, hatten damit immer wieder schlechte Erfahrungen. Sie kommen dann vielleicht über Umwegen drauf, wieso Sie also Ihre chronische Kieferhöhlentzündung haben. Und so entsteht dann plötzlich ein wurzelbehandelter Zahn ist Gift für den Körper. Und Sie sehen schon, wie verwoben das Ganze häufig ist. In Ihrem Fall hätte man eigentlich nur die Kronen oder diese Füllungen erst gar nicht machen sollen, sondern man hätte zuerst die Wurzelbehandlungen schön wiederholen sollen, nämlich auf beiden Seiten. Danach dichte Stiftkronen und das Problem wäre nie aufgetreten. Was können Sie jetzt tun oder was ist jetzt sinnvoll? Je nachdem, wie lange mit diesem Zahn schon herumgeschissen wurde, würde ich wahrscheinlich das Ganze entfernen lassen, abheilen lassen und mit Implantaten versorgen lassen. Wieso? Sie müssen sich vorstellen, umso mehr ich mit einem Zahn herumpople, herumscheiße, umso mehr Narbengewebe entsteht rund um diesen Problembereich, um diese chronische Entzündung. Und Narbengewebe ist immer schlechter durchblutet als gesundes Gewebe. Ich brauche aber für jede Wundheilung, egal ob dort jetzt noch Bakterien sind oder keine Bakterien, Blut. Das heißt, ohne Blut gibt es keine Wundheilung oder auch keine Entzündungsheilung. Und wenn Narbengewebe schlecht durchblutet ist, dann besteht die Gefahr, dass das Ganze, auch wenn man jetzt noch so sorgfältig arbeitet, auch wenn man sich noch so sehr bemüht, nicht ordentlich abheilt. Und häufig ist es dann besser, das Ganze einfach zu entfernen, großflächig anzufrischen und dann, also das Narbengewebe entfernen und dann die Wunde abheilen lassen und dann eben zum Beispiel mit Teilprothese, Brücken oder Implantaten zu versorgen. Was in Ihrem Fall das Beste ist, können Sie sicherlich mit einem Kollegen in Ihrer Region klären. Ich würde ihm die ganze Anamnese erzählen, vor allem wie lang da schon herumgepopelt wird. Vielleicht gibt es auch noch Röntgenbilder von früher und so kann man dann am besten zu einer Therapie kommen. In diesem Sinne, alles Gute.